Hallo und herzlich willkommen auf der IFA 2015. Wir von Cyberport sind natürlich wieder auf der Technikmesse unterwegs und versorgen euch in den nächsten Tagen mit allen Informationen zu den neuesten Technik-Highlights. Los geht es mit Smartphones und Gadgets. Und hier hat sich dank Force-Touch und 4K-Auflösung echt einiges getan. Huawei hat in diesem Jahr auf der IFA quasi Apple ein Schnippchen geschlagen und das neue Mate S vorgestellt mit Force-Touch-Technologie. Je nachdem, wie stark ich aufs Display drücke, führt das Telefon andere Aktionen aus. Zum Beispiel, wenn ich hier so ein fotografiertes Bild habe, je nachdem, wie stark ich aufs Display drücke, zoomt das Telefon mehr oder weniger ins Bild hinein. Hier können Gegenstände mit 100 bis 400 Gramm Gewicht drauf tatsächlich gewogen werden. Ich zeige euch das mal. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, je nachdem wie stark ich drücke, wird eben mehr oder weniger Gewicht angezeigt. Ansonsten muss ich sagen, es ist wirklich ein sehr schönes Gerät. Es ist sehr leicht, 156 Gramm nur, hat ein 5,5 Zoll Display. Die Rückseite ist leicht gewölbt, es liegt also wirklich auch gut in der Hand für die Größe. Es ist die aktuelle Technologie, klar, verbaut, High-End, ein 8-Kern-Prozessor, der heißt Silicon Kirin 935, 3 GB RAM, 32 GB interner Speicher, kann erweitert werden. Und hinten haben wir noch eine 13-Megapixel-Kamera. Ja, und diese Force-Touch-Technologie, jetzt fragt ihr euch sicherlich, was hat das mit Apple zu tun? Wer aufmerksam die Technik-Nachrichten verfolgt, wird mitbekommen haben, Apple wird nächste Woche die neuen iPhones vorstellen, voraussichtlich mit Force-Touch-Technologie. Nun ja, jetzt sind sie leider nur die zweiten. Allerdings muss man dazu sagen, die iPhones werden wahrscheinlich noch in diesem Jahr zu kaufen sein. Das Huawei Mate S mit Force-Touch-Technologie wird nur in der Luxus-Variante tatsächlich mit dieser Technologie erhältlich sein und dann auch erst im Jahr 2016. Sony hat hier auf der IFA 2015 sein neues Flaggschiff vorgestellt, das ich hier liegen habe, das Sony Xperia Z5. Es hat wieder eine Glasfront und eine Glasrückseite, auch wenn es in dem Fall hier nicht so aussieht, es ist tatsächlich beschichtetes Glas. Und Flaggschiff bedeutet Qualcomm Snapdragon 810 Prozessor. Wir haben 3 GB RAM, 32 GB internen Speicher. Das Display ist 5,2 Zoll groß und hat eine Full-HD-Auflösung. Und was auch ganz spannend ist, der Fingerabdrucksensor ist hier an der Seite verbaut. Das bedeutet, anders als bei zum Beispiel Apple, kann man ganz entspannt seinen Finger hier dran legen und das Gerät entsperrt sich sofort. Warum ist dieses Smartphone denn eigentlich so spannend? Ja, tatsächlich ist nicht das Z5, was so extrem spannend ist. Die A's und O's hat das Z5 Premium ausgelöst. Das Z5 Premium hat nämlich nicht nur ein größeres Display, sondern auch eine 4K-Auflösung. Das ist das erste Smartphone weltweit mit einer 4K-Auflösung. Dazu gibt es noch einen kleinen Bruder, das Z5 Compact, das wiederum ein etwas kleineres Display hat und natürlich entsprechend auch etwas günstiger daherkommt. Das Z5 selbst ist für 699 Euro zu haben. Der große Bruder, das Z5 Premium, wird ganze 799 Euro kosten. Huawei hat auf die IFA auch seine erste Smartwatch mitgebracht, die Huawei Watch. Die wurde bereits auf dem Mobile World Congress Anfang des Jahres vorgestellt, ist aber jetzt ab September endlich auch erhältlich und deswegen hier auf der IFA nochmal dabei. Wirklich ein optischer Hingucker, sehr schön, mit Saphirglas geschützt. Das Display hat einen Durchmesser von 42 mm und eine Auflösung von 400x400 Pixeln. Sehr scharf, sehr knackig. Ansonsten ist ein 1,2 GHz Snapdragon 400 Chip verbaut. Wir haben 512 MB RAM und 4 GB internen Speicher. An Sensoren ist alles an Bord, was man braucht. Pulssensor etc. pp. Wir haben WLAN dabei, wir haben Bluetooth dabei. Da bleiben keine Wünsche offen. Die Uhr gibt es natürlich in verschiedenen Ausfertigungen, wie man auch hier sehen kann. Wir haben Metallarmbänder, wir haben Lederarmbänder. Das Edelstahlgehäuse gibt es in Schwarz, aber zum Beispiel auch in Gold. Je nachdem, was für eine Variante man sich wünscht, zahlt man zwischen 399 und 799 Euro dafür. Gerne hätte ich
ich euch heute das Acer Jade Primo gezeigt. Allerdings ist es zwar im Rahmen der IFA vorgestellt worden, aber ist hier nicht ausgestellt. Was macht das Smartphone so besonders? Wenn man sich die bisher bekannten Specs anguckt, ist es ja eher mittelmäßig. Spannend ist allerdings, dass auf dem Acer Jade Primo Windows 10 installiert ist mit der Continuum-Funktion. Und das bedeutet, ihr könnt mit der mitgelieferten Dockingstation das Smartphone an den Monitor anschließen und dann switcht das Smartphone automatisch in den PC-Modus. Es erscheint eine PC-Optik auf dem Monitor. Ihr könnt die Apps wie direkt am PC nutzen, Tastenkürzel, Tastaturkombinationen nutzen etc. Ein spannendes Konzept, ich hätte es euch wirklich gern gezeigt, aber es sieht so aus, als ob wir auf die nächste IFA warten müssen. Ja, Gigaset ist eigentlich eher bekannt als Hersteller von Festnetztelefonen. Im Rahmen der IFA haben sie aber dieses Jahr eine Smartphone-Familie vorgestellt. Und hier in meiner Hand habe ich das Gigaset Mi, das ist das mittlere Modell aus dieser Smartphone-Familie. Im Gegensatz zu vielen anderen Herstellern, die auf den Smartphone-Markt kommen, greift Gigaset nicht das niedrige Preissegment an, sondern gleich die Flaggschiffe von Sony, Samsung und Co. Zum einen bei dem 5-Zoll Display haben wir Full-HD-Auflösung. Wir haben Unibody-Gehäuse mit Glas vorne und hinten, das ist auch Corning Gorilla Glas. Wir haben einen Qualcomm Snapdragon 810 Octa-Core-Prozessor drin, also eine ordentliche Rennmaschine. 3 GB RAM, 32 GB interner Speicher, kann natürlich noch erweitert werden, wie sollte es anders sein. Das aktuelle Android läuft drauf und wir haben Dual-SIM, auch nicht so häufig bei den High-End-Smartphones. Hier also tatsächlich die Möglichkeit, 2 SIM-Karten zu verwenden. Und es ist zum Beispiel auch ein Fingerabdrucksensor verbaut. Der befindet sich hier hinten. Der dient nicht nur dazu, das Telefon zu entsperren, sondern er dient auch dazu, zum Beispiel Fotos zu machen. Auf die Art, dass man eben so das Foto macht. Oder man kann zum Beispiel auch bestimmte Ordner oder Dateien sperren und die sind dann nur noch mit dem Fingerabdruck entsperrbar. Es gibt zu diesem Gigaset Mi, eben das mittlere Modell, noch ein kleineres Modell, was ein bisschen schwächer auf der Brust ist, aber entsprechend auch etwas günstiger. Und noch ein größeres Modell, das ein größeres Display hat. Und bei diesem Modell haben wir als Akkuleistung 3000 mAh und es wird für 469 Euro erhältlich sein. Ja, wir sind jetzt am Stand von Samsung und hier habe ich die Samsung Gear 2, das ist die neue Smartwatch und es ist vor allen Dingen von Samsung die erste runde Smartwatch, die ich jetzt hier in meiner Hand habe. Ihr seht, sie ist nicht ganz so groß und wuchtig, sie hat nur einen Durchmesser von etwas mehr als 42 cm und eine Auflösung von 360x360 Pixeln. Verbaut ist ein Zweikernprozessor mit 512 MB RAM und 4 GB internem Speicher. Ansonsten ganz normale Smartwatch mit den üblichen Sensoren, aber kleiner Twist, wir haben hier, das kann man ganz gut auf der Rückseite erkennen, diesmal auch eine Pulsmessung verbaut. Und die Bedienung ist ein wenig anders als sonst. Als Betriebssystem ist Tizen wieder drin. Ja, könnte man jetzt wieder mit dem Kopf schütteln, aber tatsächlich wird es diesmal so sein, dass die dazugehörige App für alle Android-Geräte ab Android 4.4 verfügbar sein wird. Also die Kopplung an die Samsung-Geräte löst sich so ein bisschen auf. Und was ich persönlich super praktisch finde, die Steuerung kann hier über diese Lünette erfolgen. Also wir haben hier 2 Tasten, einen Home-Button und eine Bestätigungstaste. Und ansonsten die gesamte Steuerung kann hier über diese Lünette durchgeführt werden. Ja, spannendes neues Produkt. Mal sehen, ob sich die Uhr diesmal etwas mehr durchsetzt, dadurch, dass die Kopplung an die Samsung-Geräte jetzt aufgehoben ist. Die zweite Generation der Moto 360 ist hier auf der IFA 2015 am Stand von Lenovo zu sehen. Das Besondere ist, es gibt 3 neue Modelle, ein Sportmodell und dann ein Modell mit 46 cm Durchmesser und ein Modell mit 42 cm Durchmesser. Den Unterschied sieht man hier sehr genau. Das Modell mit dem 42 cm Durchmesser gibt es jeweils noch mit einem breiten Herrenarmband und einem schmalen Frauenarmband.
Ja, was ist das Besondere an den neuen Modellen? Sie haben endlich einen aktuellen Prozessor verbaut. Das heißt, wir haben hier einen Qualcomm Snapdragon 400 mit 1,2 GHz. Die Uhr ist also noch mal etwas schneller geworden. Und es läuft nach wie vor Android-Wert drauf. Was allerdings auch nach wie vor der Fall ist, ist der kleine schwarze Balken hier unten. Den hat Motorola leider immer noch nicht beseitigen können. Wer sich aktuell mit dem Thema Smartwatches und Fitness-Trackern auseinandersetzt, der wird feststellen, ja, man hat so ein bisschen die Qual der Wahl. Entweder man holt sich eine Smartwatch, die ist dann relativ groß, klobig und sieht nicht so wie eine tatsächliche, echte analoge Uhr aus. Oder man holt sich einen Fitness-Tracker, dann hat man die ganz tollen Fitness-Tracker-Funktionen, muss aber, so wie ich zum Beispiel, noch eine analoge Uhr dazu am Handgelenk tragen. Ja, Runtastic hat sich gedacht, Mensch, das ist doch eigentlich total blöd, dass das im Moment so läuft. Wir bringen ein neues Produkt auf den Markt, die Runtastic Moment. Und das ist eine ganz normale analoge Uhr, wie man hier sehen kann. Allerdings mit Fitness-Tracker-Funktionen. Das heißt, sie trackt euren Schlaf, sie trackt eure gelaufenen Schritte, die Kalorien, die Distanz etc. pp. Alles, was man braucht. Dazu gibt es die Runtastic App, mit der kann man zum Beispiel auch die Uhr einstellen. Und die zeichnet dann alles auf und man kann seine Aktivitäten und sein Fitnesslevel täglich monitoren. Die Uhr gibt es, wie ihr sehen könnt, in ganz vielen verschiedenen Varianten. Das ist die Variante, die schön bunt und farbig ist mit Alu. Je weiter hinten kommen wir in den etwas edleren Bereich. Ich finde das Konzept extrem spannend. Es ist wirklich mal noch was Neues auf dem Markt der Fitness-Tracker und Smartwatches. Und ich bin gespannt, vielleicht habe ich bald nicht mehr zwei Armbänder am Arm, sondern nur noch eins. Ja, in meiner Hand hier halte ich das ZTE Exon Elite und man könnte auf den ersten Blick tatsächlich meinen, es ist ein High-End-Smartphone wie jedes andere auch. Es hat ein Unibody-Alu-Gehäuse, recht schick, leicht gekrümmte Rückseite mit so ein bisschen Lederimitat hier, ein Qualcomm Snapdragon 810 mit 2 GHz, 3 GB RAM, 32 GB interner Speicher, erweiterbar, ein 5-Zoll-Display mit Full-HD-Auflösung etc. pp. Alles so gefühlt High-End-Standard. Das Besondere an diesem Telefon ist aber, dass es besonders auf Sicherheit setzt. Das bedeutet, man kann dieses Telefon nicht nur entsperren über Wischgesten, über Codes, über den Fingerabdruckscanner, sondern auch über einen Iris-Scan. Funktioniert folgendermaßen, man macht ihn an, hält sich dann das Smartphone direkt vors Auge und wenn man dann das richtige Auge vor die Kamera hält, entsperrt sich das Telefon. Ja, ein sehr schickes Gerät von einem nicht ganz so großen Hersteller, noch nicht ganz so bekannten Hersteller, aber ich persönlich fand es spannend. Das Video wird wahrscheinlich das längste unserer IFA-Videos sein, denn ganz ehrlich, im Bereich Smartphones und Gadgets, Smartwatches, Fitness-Tracker etc. gab es so viele Entwicklungen dieses Jahr, dass ich euch noch stundenlang die Ohren vollquasseln könnte. Ich hoffe, unsere ausgesuchten Highlights haben euch gefallen. Wenn ja, gebt uns gerne einen Thumbs up und ansonsten sehen wir uns morgen bei unserem nächsten IFA-Video. Bis dahin!